那你倒进去。要揉成粉了。那先嘞。啊，妹妹，等一下你坐过来，你可以照相啊。So, hey Leute, it's Crazy Grape. Und wir sind jetzt in Beipu, ne? Und wir haben jetzt gerade zu Mittag gegessen, gab's leckere Sachen. Und jetzt sind wir gerade dabei, Tee zu bereiten. Und er wird gerade hier auch schön gemahlen, der Tee. Und nebenan gibt es dann noch eine Nachspeise. Und zwar ist das Mochi. Mochi, da ja. Das ist so eine Art, ja, knetige Teigmasse, eine süße knetige Teigmasse, und das paniert man dann hier mit so einer Art Mehl oder Reismehl, und dann isst man das Ganze. Auf jeden Fall machen wir, bereiten wir jetzt hier den Tee zu, und danach laufen wir ein bisschen hier durch Beipu. Also seid dabei, wird bestimmt klasse. Haut rein! Also wie man sieht, hat hier diese Schüssel hier an den Rändern ganz feine Rillen, und mit diesem Holzstab und mit Druck tut man hier diese Körner und diese Teeblätter dann an den Seitenwänden dann mahlen. Na, so einfach geht das. Das ist jetzt die fertige Brühe. Wird jetzt schön aufgegossen, was wir gerade gemahlen haben. Das ist ja ein traditioneller Tee. Und dann werden wir dann jetzt schön rein schnabulieren. 上次来的，真的不错，我以前后面就是没有，我没有喝，没有喝，我以前还有雷的，可是后面喝就。甜吗？甜，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 甜
sind jetzt fertig hier in Beipu, sind mal kurz hier durch die kleine Innenstadt gelaufen. Und jetzt gehen wir nach Ermei. Das ist auch so ein Difang, das ist auch so ein Ort. So ein ähnlicher Ort. Und dann fahren wir jetzt mal hin. Bis gleich. So, wir waren jetzt mal in der Halle hinter mir, in der großen Halle. Auf jeden Fall durfte man innen drin nicht filmen, deswegen keine Aufnahme von innen drin. Es war auf jeden Fall wieder eine riesig große Gottheitsstatue inmitten des Gebäudes und benutzt man quasi hauptsächlich auch zum Beten, zum Anbeten und zum Wünsche ausdrücken, dass die erfüllt werden in der Zukunft. Auf jeden Fall echt super schön alles innen drin. Man musste auch Überzieher unter den Schuhen anziehen, damit man quasi keinen Dreck hineinträgt. Alles blitzblank sauber, alles hochtranspoliert. Super beeindruckend. Auch sehr viele Statuen, Gottheitsstatuen innen drin, aus Holz, handgefertigt. Und jetzt sind wir hier außen in den Außenanlagen. Man sieht ja auch wieder eine schöne Brücke. Richtig alles sehr schön hergerichtet für die Touristen und für die Gläubigen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier herum. So, wir haben uns jetzt entschlossen, hier eine kleine Bootsfahrt zu unternehmen. Ne? Wir fahren jetzt mal außen rum hier. Richtig schön wird das. Und schauen wir uns mal das Ganze vom Wasser aus an.